meine Lieben, und herzlich willkommen zu Türchen Nummer 5 in meinem Review-Kalender. Heute geht es um einen MAC Foundation Pinsel, und zwar umgangssprachlich genannt Fluffy Brush. Ja, wie er richtig heißt, das weiß ich eigentlich gar nicht. Es ist ein MAC Foundation Pinsel in der Nummer 187. Den habe ich mir damals aus Amerika mitgenommen, im Duty Free, weil ich dachte, komm, kaufst du dir mal einen richtig guten Pinsel. Und ja, MAC ist ja so, MAC. Und dann habe ich mich kurz beraten lassen, weil ich halt einen Foundation-Pinsel haben wollte, und habe ich mir den geholt. Und falls jemand mein Amerika-Haul gesehen hat, dann habe ich auch nicht sehr gut über diesen Pinsel gesprochen. Ich fand ihn viel zu weich, ich wusste nicht, was ich damit anfangen soll, und er hat sogar Haare verloren, was ich ja irgendwie übelst krass fand für einen Pinsel, der 40 Dollar gekostet hat, also ungefähr 32 Euro oder so. Ja, nun habe ich diesen Pinsel gewaschen, also ganz normal mit milden Baby-Shampoo, habe ihn trocknen lassen, habe gedacht, komm, ich gebe dir noch mal eine Chance. Übrigens seht ihr hier die Borsten, die sind vorne so weiß. Jetzt sind sie natürlich nicht weiß, weil ich ihn benutzt habe. Und so sieht der aus. Und dann habe ich gedacht, komm, gibst du diesen Foundation Brush einfach mal noch eine Chance. Habe meine BB-Cream rausgeholt, die flüssig ist, und angefangen zu verreiben. Und was soll ich sagen? Ich liebe, liebe, liebe diesen Pinsel. Also bitte, wenn ihr euch so einen Pinsel kauft, dann wascht ihn vorher und gebt ihm eine zweite Chance. Er ist sehr weich und er verteilt die Foundation mega gut. Dieser Pinsel hat mein Beauty Eye abgelöst. Also das Beauty Eye, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wo das ist. Ich arbeite nur noch mit diesem Pinsel meine Foundation ein. Und manchmal benutze ich den sogar für Puder. Wenn ich keine Foundation drauf habe, dann nehme ich den auch als Puderpinsel fürs ganze Gesicht. Und er ist wirklich sehr, sehr gut. Also wenn ihr auf der Suche nach einem teuren Pinsel seid, dann könnt ihr euch die von MAC natürlich auch angucken. Was ich aber auch dazu sagen muss, meine anderen Pinsel sind alle von Real Techniques. Und die sind genauso gut, die können genauso gut mit einem MAC-Pinsel mithalten. Und deswegen, es ist eine Kaufempfehlung, wenn ihr so viel Geld ausgeben wollt für einen Pinsel. Wenn ich nochmal in Amerika bin, dann kaufe ich mir vielleicht auch nochmal einen. Aber ich kann euch auch sagen, okay, die günstigen Pinsel aus der Drogerie würde ich euch jetzt nicht mehr empfehlen, weil ich jetzt schon kennengelernt habe, wie wichtig es ist, teure Pinsel zu haben. Wenn ihr natürlich jung seid, dann könnt ihr mit den Drogeriepinseln genauso gut arbeiten wie mit den teureren. Aber wenn ihr einen Weihnachtswunsch habt, dann wünscht euch doch mal so ein Starter-Set von Real Techniques. Habe ich mir letztes Jahr auch zu Weihnachten gewünscht. Und die Pinsel sind super, super, super gut. Also worauf ich eigentlich hinaus will, die MAC oder der MAC-Pinsel ist mega gut, aber auch andere etwas teurere Pinsel, die aber nur halb so viel kosten wie der, sind gut. Was habt ihr denn eigentlich für Pinsel? Das würde mich ja mal interessieren. Also ich schwöre auf meine Real Techniques, was ja auch viele machen. Und ja, vielleicht kommt ihr auch super gut mit Drogeriepinseln klar. Vielleicht könnt ihr mir sogar welche empfehlen. Das würde mich freuen, und dann sehen wir uns morgen wieder, meine Süßen. Bis dann. Tschüssi.